Kreuzweg der Liebesflamme, 29. Februar 2002, Karfreitag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Jesus, Kreuzweg, es ist mein Herzenswunsch, dass ihr mich auf meinem Kreuzweg mit mitfühlender Liebe begleitet. Vereinigt euch geistigerweise mit meiner heiligen Mutter und mit mir, eurem leidenden Erlöser. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Sünder verurteilen mich, den Unschuldigen zum Tode. Das stumme Ertragen und Aufopfern der Ungerechtigkeit sowie der Rechtlosigkeit ist Gott wohlgefällig. Es sind Opfer und Taten, die Sühne wert haben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mit dem Kreuz auf der Schulter betrete ich den Weg, den Willen des Vaters zu erfüllen. Sucht und erfüllt den göttlichen Willen und seid so meine Nachfolger. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz
hast du die ganze Welt erlöst. Die Last des Kreuzes drückt mich zu Boden. Mit meiner barmherzigen Liebe hebe ich euch auf. Ich gab euch ein Beispiel zum Neubeginn. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Als Mann der Schmerzen begegnete ich meiner heiligen Mutter, der Schmerzensmutter. Aus ihrem liebenden, mitfühlenden Blick strömte Kraft. Ich habe sie euch gegeben, damit sie auch euch mit mütterlicher Liebe helfe und sich so um euch, ihre Kinder, sorge. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die stumme Hilfe Simons ist eine Tat, die das Herz rührt und die Seele eint. Das gute Werk der Liebe sagt mehr als ein Wortschwall. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die mitfühlende Liebe Veronikas bewog sie dazu, mein mit Blutschweiß bedecktes Antlitz zu trocknen. Die hilfsbereite, brüderliche Liebe erhält stets mehr, als sie gegeben hat.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Alle Sünden der ganzen Menschheit lasteten auf meiner Schulter. Dies drückte mich auch das zweite Mal zu Boden. Vereinigt euch im Geiste mit mir und meine heilige Mutter und sühnt so für eure Sünden, für eure eigene Schuld und die eurer Mitmenschen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Weint nicht meinetwegen. Sühnt aus Liebe und macht so eure und eure Mitmenschen Sünden und Unterlassungen wieder gut. Tröstet so mein heiligstes Herz. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr fallt immer wieder von Neuem in die gleichen Sünden zurück. Als ich zum dritten Male gefallen bin und zu Tode ermüdet war, hatte ich nur den Willen des Vaters vor Augen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Meiner Kleider beraubt, leistete ich Sühne für alle Sünden des Fleisches und der Unsittlichkeit. Seid rein an Leib und Seele und sind so vereint mit mir. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Alle Sünden auf mich nehmend, habe ich durch meine Kreuzigung die Gerechtigkeit des Vaters ausgesöhnt. Kreuzigt eure egoistischen Wünsche und alles, was euch von mir, von der gekreuzigten Liebe entfernen würde, durch Selbstverleugnung und Entsagung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Nur der Tod führt hinüber in das neue werdende Leben. Der Tod ist das Tor zwischen dem irdischen Leben und der Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Das Werk meiner Erlösung ist vollbracht. Das Werk meiner heiligen Mutter als Miterlöserin setzt sich über Jahrhunderte, Jahrtausende fort. Vereinigt euch in Liebe mit der Schmerzensmutter. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Schmerz der Trennung macht den Tod, die Bestattung, traurig und leidvoll. Die Liebe will von dem, den sie liebt, nicht getrennt werden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 15. Station. Die Auferstehung. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Auferstehung gibt allen Qualen, allem Leid und Schmerz den Sinn. Das Dunkel des Todes kann allein das Licht der Auferstehung erhellen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt
und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Sühne Rosenkranz. Dringende Verbreitung an alle Sühnekinder. Ziehe Bekehrung der armen Sünde. Zu Ehren der heiligen fünf Wunden unseres Erlösers machen wir nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder,
Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwätzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, durch das schmerzvolle und unbefleckte Herz Mariens opfern wir das kostbare Blut und die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seele zu heilen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Wenn Jesus uns frei macht, dann werden wir wirklich frei. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Rosenkranz der Einheit, bleibt in meiner Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe.
Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Mein himmlischer Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus, durch unseren König der Barmherzigkeit, sende uns deinen Heiligen Geist, öffne unser Herz in deiner großen Barmherzigkeit, verzeih uns unsere Sünden, heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen im Glauben, in Frieden, in Liebe, auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria. Unsere Königin der Barmherzigkeit, um in dir und mit dir eins zu bleiben. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns. Die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, bitte rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, bitte rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, bitte rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, schaue auf die Bluttränen jener, die dich auf Erden am meisten geliebt.
und dich am innigsten liebt im Himmel. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Höre Israel, unser Herr und Gott ist der einzige Gott. Unser Herr Jesus Christus, erhöre unser Gebet. Wir bitten dich, hilf der ganzen Welt, dich zu erkennen, zu ehren und zu lieben. Jungfrau Maria, unsere Königin der Barmherzigkeit, steh uns bei, bitte für uns Sünder. Ihr alle Heiligen, besonders ihr Heilige unserer Heimat, alle Engel, steht uns bei, bittet für uns. Heilige Erzengel Michael, bitte, kämpfe für uns. Gnadenreiches Jesulein, Kleinkönig der heiligen Liebe, erbarme dich unser. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In aller Ewigkeit. Amen. Zwölftes Gebet der heiligen Brigitta. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christi, blutende Wunden. O Jesus, du strahlendes Bild der Wahrheit, Zeichen der Einigkeit und Band der Liebe. Gedenke der zahllosen Wunden, die O Jesus, du strahlendes Bild der Wahrheit, Zeichen der Einigkeit und Band der Liebe, gedenke der zahllosen Wunden, die deinen ganzen Leib bedeckten und ihn mit deinem heiligsten Blute färbten. Gedenke der unbegreiflichen Leiden, die du in deinem reinsten Leibe für uns erduldet hast. Was hättest du noch ferner tun sollen, was du nicht getan hast? Ich bitte dich, o gütigster Jesus, schreibe mit deinem kostbaren Blute alle diese Wunden in mein Herz, damit ich deinen Schmerz und deinen Tod darin allzeit lese. Und in treuer Dankbarkeit dafür bis zum Ende verharre. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib.